steht, mit dem roten Licht. Und Attacke. Ja, also ABS haben wir schon mal nicht. Ja, hallo zusammen. So, der eine ist gerade weg und jetzt habe ich hier was, keine Ahnung, was damit ist. Und zwar handelt es sich um einen Golf 3 Cabriolet. Das ist wohl vor einem Jahr einfach abgestellt worden, weil es ist wohl TÜV überfällig und die ABS-Lampe brennt. Und hier konnte wohl keiner sagen, was mit dem ABS los ist. Jetzt ist das Problem, der Fahrzeugschein, den hat wohl irgendein Schrauber dann wohl auch verklüngelt, keine Ahnung. Letztendlich habe ich nur den Schlüssel. Ja, jetzt gucken wir gleich mal, was damit ist. Das Auto hatte sie einfach irgendwann abgestellt und das große Problem war, Batterie wird wahrscheinlich auch leer sein. Zumindest hat sie das Auto überbrückt und ich habe ihr eigentlich gesagt, sie soll die Kiste ganz einfach jetzt nach vorne hinstellen. Das heißt, wir werden eben das Akku-Pack werden wir mal mitnehmen. Ich denke mal nicht, dass das Ding noch anspringen wird. Ja, es geht wohl darum, dass keiner den Fehler gefunden hat. Ja, und jetzt habe ich die Karre hier stehen. Super. Naja. Wir werden mal schauen, was damit ist. Mein Golf 3 Cabriolet ist ja auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und sie hängt allerdings an diesem Auto. Ist wohl auch, glaube ich, aus erster Hand, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal schauen, ob der Hobel noch anspringt. Beziehungsweise ob er überhaupt noch irgendwie einen Ton von sich gibt. Beziehungsweise was da los ist. Wenn wir natürlich eine leere Batterie haben, dann können wir eigentlich Fehlerspeicherabfragen ABS schon so gut wie vergessen. Da werden wir wahrscheinlich zigmal Unterversorgungsspannungen drin haben. Aber ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit und dann schauen wir uns das Ding mal an. Ja, das Ding ist auch gestern einfach nur abgestellt worden und wohnt wahrscheinlich auch nicht weit von hier und dann wird natürlich so eine Batterie auch nicht voll. Steht vorne an der Straße und ich würde sagen, hier guckt mal, ob das Ding anspringt. Andernfalls machen wir eben den hier dran. So, dann schauen wir mal. Ach, doch komplett tot das Ding. So, los. Ja, wenn so ein Auto natürlich schon ein Jahr irgendwo rumsteht, dann wird die Batterie natürlich platt sein. So, dann haben wir hier Power Boost. Ich bin gespannt, ob das Ding jetzt will. War ja einfach. So, könnt ihr wahrscheinlich nicht die Bohne sehen. 160.000. Also eigentlich ist das jetzt keine gigantische Laufleistung. Die ABS-Lampe brennt zumindest. Schauen wir mal. So, die ABS-Lampe ist schon mal an. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das Ding jetzt ein Jahr lang in der Garage gestanden hat. Weil so schlecht sieht er jetzt so gar nicht aus. Das Ding ist, wie gesagt, gestern Abend hier hingestellt worden und dann siehst du natürlich nichts. So, ich würde sagen, wir schmeißen jetzt mal VCDS an und schauen mal rein, was das Ding so hat. Also wie gesagt, sie soll wohl schon bei mehreren gewesen sein, die alle den Fehler nicht gefunden haben. Das passiert. Die Frage ist immer, was ist an einem Golf 3 kaputt, wenn es um das Thema ABS geht. Mal gucken. Ich bin echt gespannt. So, die brauchen wir nicht. Fragen wir einen Fehlerspeicher ab und schauen mal, warum diese düselige Lampe da drin brennt. ABS. Gucken, ob wir reinkommen. Reinkommen tun wir schon mal. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, was das für ein Baujahr ist. Fehlerspeicher lesen. Einlassventil ABS vorne links, Einlassventil ABS hinten rechts. Ich zeige euch das mal eben. So, das ist die Fehlermeldung. Zwei Fehler gefunden. Einlassventil ABS vorne links, Einlassventil ABS hinten rechts. Tja, und nun? Ja, jetzt haben wir natürlich das große Problem, dass irgendwie keiner weiß, was mit dem Hobel schon gemacht worden ist. Naja. Auf jeden Fall machen wir erstmal eine Sichtprüfung. Fangen wir damit mal an.
und schauen mal, ob irgendwie was korrigiert ist, ob irgendwo was ab ist. Normalerweise ist ja eigentlich immer der gleiche Scheiß. Ne? Dann hast du irgendwie einen ABS-Sensor, der dann irgendwann mal die Grätsche macht, oder du hast einen Kabelbruch irgendwo. Aber der Fehler, naja, wir schauen mal. Ich hatte es ja schon in sehr vielen Videos gesagt, dass gerade Bremsflüssigkeit meiner Meinung nach einer der Flüssigkeiten ist, die immer oder die am häufigsten vergessen wird. Ja? Und wenn ich jetzt mir diese schwarze Brühe hier anschaue, so, guck mal uns meine Steckverbindung an. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich mache das jetzt zwar bei laufendem Motor, weil ich gar nicht weiß, ob der Hobel gleich noch anspringt. Aber wir werden jetzt noch eins machen, wir werden uns genau die Steckverbindung genau angucken. Weil den Fehler hatte ich so in der Form auch noch nicht. Ja? Und nicht, dass es nachher irgendwie was völlig Simples ist, sondern eine Kontaktverbindung oder so. Das ist das, was wir jetzt als nächstes machen. Ich schalte jetzt erstmal aus und dann gucken wir uns mal die Steckverbindung an. Mal den Kühlbehälter etwas raus. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo was oder an die Steckverbindung gut rankommen, damit wir da auf jeden Fall mal nachschauen, ob da nicht irgendwas oxidiert ist. So, das haben wir. So, das nehmen wir mal eine Seite. Ohne Kabelverbindung her, aber die gucken wir uns jetzt, ich zeige euch die jetzt noch mal eben. Diese Kabelverbindung, die schauen wir uns mal an, da irgendwo was mit ist, ob da schon mal einer dran war, das weiß ich allerdings nicht. Fest sitzen tut sie. Ja, komm schon, können wir da jetzt einigermaßen vernünftig dran. Na. Kommen wir gar nicht vernünftig dran, ne? Sehen noch gut aus, zumindest im Stecker. Ja, und die sehen auch ganz gut aus. Guck mal, ob die Blitzen auch richtig fest sind hier und nicht, dass hier irgendwie noch was rausgeht. Nee, das ist auch eine Sache, die fest ist. Na komm schon, da bin ich mal gespannt. So, und das haben wir auch. Kleiner Zeitsprung, und zwar war ich eine Woche lang nicht da und ich hatte den Golf hier, also den hier noch, ja. Den hatte ich jetzt hier noch bei mir in der Garage stehen die ganze Zeit, weil das Auto, ja, damit ist sie seit letzten August, glaube ich, sowieso nicht mehr gefahren. Und deswegen hat sie gesagt, keine Eile. Ja? Und das war wirklich der letzte Tag, da kam dann noch einer und hin und her und pipapo. Und irgendwann muss ich dann auch mal Schluss machen. Und dann war ich eine Woche im Urlaub. Und das Video, ich weiß noch nicht, was ich daraus machen werde, aber ich glaube, dass das Video schon doch ganz cool ist. Also ich war überrascht. Ich war überrascht. Aber das kommt dann beim nächsten Mal. So, wir haben ja hier den Fehler drin gehabt. Und zwar vorne links und hinten rechts hatten wir Probleme mit dem ABS, beziehungsweise die ABS-Lampe war an. Wir haben den Federspeicher abgefragt und wir haben dann festgestellt, dass also irgendwas mit diesen, wahrscheinlich mit der Hydraulikeinheit nicht in Ordnung ist. So, ich hatte jetzt mal, zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir also gleich noch Probe fahren, den Stecker ab von der Beleuchtung, von der ABS-Lampe, die ja zusammen mit der Airbag-Lampe ist. Und ihr habt ja die dreckige Bremsflüssigkeit gesehen und ich glaube, die machen wir jetzt als erstes mal neu. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist dann, dass oftmals gerade bei ABS-Systemen nicht ausreichend gespült wird. Ja? Da werden sich diese kleinen Behälter mit einem Viertel-Liter gekauft, ne? Und dann wird dann eben einmal auf, ja? Dann wird bis halbwegs Frisches kommt und dann wieder zugedreht. Und das ist eigentlich nicht korrekt. Also man sollte bei der Wechselmenge wirklich schon 1 Liter mindestens durchjagen. Es gibt sogar Fahrzeuge, da sollte man 2 Liter durchjagen. Ja, also wirklich einen halben Liter pro Rad und dann ist das System auch wirklich gespült. Weil nur so ein bisschen, das bringt in erster Linie nichts. Ja, weil das ist natürlich auch ziemlich verwurstelt und ihr habt wirklich ziemlich viel Bremsflüssigkeit im System. Ja, das darf man nicht vergessen. So, wir machen jetzt Folgendes.
Wir saugen jetzt erstmal die alte Bremsflüssigkeit ab, weil, das mache ich sowieso immer, weil die dreckige Bremsflüssigkeit wollen wir natürlich jetzt auch nicht durch das System ziehen. Und das, was wir jetzt, wie gesagt, machen, Bremsflüssigkeit wechseln und wir spülen jetzt richtig was durch. Und wir machen das auch nicht mit dem Fuß, da wird auch nochmal ein separates Video zu kommen, aber wir machen das hier ganz normal mit dem Bremsflüssigkeitswechselgerät. Und ich würde sagen, ich stelle euch um und ja, los geht's. So, wir saugen jetzt hier erstmal den ganzen alten Grund ab. Damit wir, wie gesagt, das uns nicht durchs System ziehen und wir werden dann natürlich auch frische nachfüllen. So, jetzt ist der Behälter leer und jetzt machen wir den Behälter wieder ran voll. Das heißt, wenn wir das jetzt gleich komplett durch die Leitung ziehen, dann läuft natürlich die saubere gleich durch. Da der Bremsflüssigkeitsbehälter vorne links ist, nehmen wir die weiteste Strecke als erstes und das ist hinten rechts. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier unsere Luftdruckgeschichte. Das Gerät kennt ihr mittlerweile und wir lassen jetzt mal richtig die Bremsflüssigkeit da durchjagen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es was bringt, weil, wie gesagt, da waren schon ziemlich viele Leute dran. Aber ich sag's mal so, bei vorsichtiger Fahrweise, ja, brauchst du eigentlich fast kein ABS. Das heißt, wenn das ABS nie betätigt ist, dann sind natürlich auch die Ventile nie in Betätigung. Ja? Und was auch wichtig ist, nur weil euer ABS nicht funktioniert, funktioniert trotzdem eure Bremse. Ja? Allerdings wird die Bremse nicht gelöst. Ja? Und das ist eben der Unterschied zum ESP. Beim ABS ist es so, dass wenn ihr voll reintretet, sorgt das ABS dafür, dass die Bremse etwas gelöst wird. Habt ihr ESP, ist es eigentlich so, dass die Bremse dafür sorgt oder das ESP dafür sorgt, dass ihr gezielt Räder werden dann abgebremst. Ja, also genau eigentlich umgekehrt. ESP haben wir jetzt hier nicht. Das heißt, wir werden jetzt ganz einfach die Bremsflüssigkeit wechseln. Wir fangen hinten rechts an und lassen richtig was durchlaufen. Das Ding haben wir jetzt angeschlossen. Und ich werde natürlich jetzt gleich ausmachen, weil der Kompressor gleich angehen wird. Und das heißt nichts anderes als Attacke, das heißt vorne nachfüllen. Wir haben den Behälter jetzt hier ungefähr bis hierhin voll gemacht. Ich habe zwischendurch auch vorne mal so ein bisschen ruckartig auf die Bremse getreten, aber nicht ganz durch. So, und ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, aber ich versuche es jetzt einfach mal, was das für eine Plörre ist. Ich hatte den Behälter ja leer gemacht und dann sieht man auch erstmal, was dieses Durchspülen an sich wirklich bringt. Ne? Also das werden wir jetzt hier, bis hierhin ist er jetzt voll, jetzt machen wir den auf der anderen Seite. Gehen wir jetzt auf die linke Seite und machen den jetzt auch nochmal, ja, nochmal so weit und fleißig nachfüllen und dann schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. Ja, weil wenn wir jetzt so ein gebrauchtes oder neu, können wir so ein ABS-Dings, so ein ABS-Modul sowieso nicht kaufen. Kostet wahrscheinlich eine Schweinemark. Und alles das, was vom Schrott ist, hat wahrscheinlich das gleiche Problem. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber das liegt dann teilweise auch schon so ein bisschen länger dann da rum, ne? Und dann kann es sein, dass du das gleiche Problem hast. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz so witzig, das Ding auszubauen, weil du hast natürlich irgendwie, keine Ahnung, ey, 20 Jahre alte Bremsleitung da dran. Ja? Und dann fängst du da an und wenn du die dann auch noch machen musst, das macht also wirklich keinen Spaß. Aber ich würde sagen, das System haben wir jetzt hier, drehen wir das natürlich anständig zu, haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder richtig gespült. Das System ist also auf dieser Seite richtig, ja, mit neuer Bremsflüssigkeit versehen und da ist schon einiges am Sprit drin. Das heißt, wir gehen jetzt rüber zur anderen Seite und machen das gleiche jetzt auch nochmal. Ich stelle euch jetzt mal hier so weg. Das heißt, auch hier habe ich die Kappe schon abgemacht. Also das ist auch noch ganz gut. Das sind ja nur diese 7 mm Schlüsselweite. Der hat ja hinten Trommelbremse und dafür ging das noch wirklich ausgezeichnet gut, weil du hast oftmals dann auch das Problem, dass die Dinge abreißen. Ne? So, jetzt machen wir hier wieder auf. So. Und stöpseln an. So, und machen das gleiche nochmal. Ja, jetzt ist gerade der Kompressor ausgegangen. So, das Ding ist fast voll. Und das Ventil drehen wir natürlich jetzt hier hinten auch wieder zu. Und dann machen wir vorne weiter. So, das haben wir auch, die runtergelaufene Bremsflüssigkeit. Die müssen wir natürlich wegputzen, sonst sieht es so aus, als wäre da was undicht. Ja, aber das ist schon mal schön, ne? Also das ist schon ordentlich und das sollte auch mindestens so sein. Und jetzt machen wir vorne weiter. Zusammen.
Sacke. So Leute, der Kompressor ist gerade ausgegangen. Haben wir die Seite auch fertig. Jetzt müssen wir noch die letzte Seite machen. Der Kompressor ist auch jetzt auf dieser Seite endlich ausgegangen. Das heißt, wir können jetzt hier ganz einfach zudrehen. Auch nicht so fest drehen, dass ihr das Ding abreißt oder so. Ja, also bis jetzt, die entstandenen Kosten sind ja jetzt noch nicht wirklich viel. Ja. Ob die Einheit natürlich trotzdem eine Macke hat, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal ein Versuch wert. Es kann natürlich sein, dass da irgendwo vielleicht ein bisschen Gammel, ein bisschen Späne oder was auch immer irgendwo im Bremssystem ist, was natürlich dann an so einer doofen Stelle sitzt, dass wir das Problem bekommen. Gut, das, was wir jetzt aber auch machen werden, ist, wir werden das Ding jetzt erstmal Probe fahren. Bremsflüssigkeitswechsel ist durch, wir haben richtig was durchgejagt, vielleicht hat es was gebracht. Das wird sich jetzt rausstellen. Jetzt zeige ich euch nochmal eben was. Ja, wenn ihr jetzt hier mal schaut, ja, also da war schon mal jemand dran. So, und dann hast du natürlich das Problem, wenn da mehrere dran rumgeschraubt haben, weiß natürlich keiner mehr, was in irgendeiner Art und Weise Trumpf ist. Ja. Gut, ich habe jetzt wie gesagt den Fehlerspeicher auch noch nicht gelöscht. Wir werden jetzt ganz einfach mal eine Runde fahren, gucken, wie die Bremse sich verhält. Jetzt habe ich natürlich jetzt hier den Stecker erstmal abgezogen. Und werden mal schauen, ob das Ganze was gebracht hat. In vielen Fällen bin ich bei sowas skeptisch, aber was willst du machen? Ne? Willst du jetzt an so einem alten Hobel dann noch so eine ABS-Einheit neu machen? Ganz so geil ist das nicht. Und wenn ich mir das Auto so angucke, ist der Hobel gar nicht so schlecht. 160, 8, 27. Also falls ihr euch denkt, warum ich keine Stellglieddiagnose mache, das habe ich schon ausprobiert. Das System wird leider nicht unterstützt. So, das heißt, wir werden jetzt ganz einfach mal eine Runde fahren. Wir werden mal alles in den Fußraum legen. Wir werden mal gucken, wie das Ding jetzt fährt, ob das Ding jetzt fährt. Wir werden mal so ein bisschen in die Bremse reinsteigen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal schön ein paar schwarze Striche hinziehen. Und jetzt, ja, jetzt liegt alles im Fußraum. Das ist kein anderer Fußraum. Ja, wollen wir mal gucken. Wir wollen mal ein bisschen rasanter fahren. Wir müssen natürlich aufpassen, dass nicht gleich einer in eine Karre rauscht. So an sich laufen die Dinger schon wirklich sehr, sehr gut. So. Machen wir ein bisschen schneller. Es ist einer hinter uns. Das ist auch ein bisschen kacke. Dann sind wir ganz einfach mal ein bisschen schärfer. Also, ABS haben wir schon mal nicht. Hinten rechts hat er blockiert. Steigen wir mal richtig rein in die Bremse. Drehen wir jetzt nochmal. So. Was hier kann noch steht. Auf dem roten Licht. Das haben wir schon mal nicht. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt wollen wir mal eins machen, das werden wir VCDS anwerfen. Ich werde diese komische Latüchte, die Kabelfrickelei habt ihr ja gesehen, das kann natürlich in Ordnung sein. Natürlich auch sein, dass die Airbag-Lampe noch angeht. Gleich. So. Kriegen wir jetzt ganz einfach mal so hier rein. Mal ausgemacht. Oh, Airbag-Lampe geht schon mal aus. Dann schauen wir eben hier rein. Ne? Oh, stehen wir hier vor der Einfahrt? Jo, ne, ein Stück vorfahren. So, Steuergeräteauswahl. Ich lasse euch jetzt mal nicht mitgucken, weil dann müsste ich die Kamera jetzt immer wieder abnehmen. Bremsenelektronik. Habt ihr ja schon gesehen, dass ich den Fehlerspeicher abgefragt habe. Fehlerspeicher, Einlassventil ABS vorne links, Einlassventil ABS hinten rechts. So, Speicher löschen. Gelöscht. Fragen wir nochmal ab. Keine drin.
aber die Lampe brennt noch. Ausgemacht. Hat er noch drin? Hat sie noch drin. Wir löschen den jetzt mal eben. Wir schalten den Baum jetzt mal nicht ab. Vielleicht haben wir Glück, dass das ABS jetzt funktioniert mal. Das hat, glaube ich, erstmal nichts gebracht. Schade. Hätte ja klappen können. Aber leider hat das nichts gebracht. Ja, wollen wir mal gucken. Machen wir nochmal aus. So Leute, jetzt habe ich nochmal den Federspeicher abgefragt, habe nochmal aus und wieder angemacht. Und das, was ich jetzt überhaupt nicht verstehe, das mache ich nochmal komplett aus hier irgendwie. Weil das ist mir alles jetzt ein bisschen zu suspekt. Der Fehler ist weg. Also zumindest ist kein Eintrag mehr im Steuergerät. Aber die ABS-Lampe brennt immer noch. Fehlerspeicher. Keine Fehler gefunden. Aber die ABS-Lampe brennt. Wenn jetzt kein Fehlerspeicher drin, wenn jetzt kein Fehlereintrag drin ist, also machen wir mal Folgendes. Wäre gut zu wissen. Dazu legen wir jetzt mal alles weg, ob das ABS jetzt funktioniert, ne? Komische Geschichte wieder alles, ey. Brennt die ganze Zeit noch. Aber keine Fehlercodes drin. Geht nicht. Muss ich alles nicht verstehen. Kein Fehler drin. Aber ABS-Lampe leuchtet. Jetzt ist er aus. Ich werde zum Schwein. Die ABS-Lampe ist aus. Kein Fehler drin. Was ist das denn, ey? ABS-Lampe ist wirklich aus. Das ist kein Scheiß jetzt hier. Was ist das denn für ein Ranz, ey? Das muss ich nicht verstehen. ABS-Lampe ist aus. Immer noch. Jetzt haben wir einen hinter uns. Dann müssen wir es fahren lassen. Ein bisschen spät, aber es reagiert. Wahrscheinlich nur Winterreifen drauf, den Nobel. Aber lassen wir uns mal richtig ackern jetzt hier. Dass wir gleich die Bremse nicht noch neu machen müssen. So, und Attacke. Ja, regelt. Es regelt, zumindest blockiert er nicht. Ist immer noch aus.
mal richtig arbeiten jetzt. Jetzt müsste Winter sein und glatt sein. Aber nein, trockene Straße. Noch ist er aus. Ja, das ist natürlich immer so, das ist ja an sich eigentlich keine richtige Reparatur. Ne? Wenn man dann wieder so kein richtiges Schadensbild sieht, ja, war das vorher auch so. So, aber bevor ich den jetzt ausmache und das ABS womöglich jetzt gleich doch nicht funktioniert, lassen wir die Ventile jetzt mal so richtig schön arbeiten. Hoffnung, dass das funktioniert. So, rote Ampel. Ja, ihr hört es wahrscheinlich. Hinter uns. Und Attacke. Ich zeige euch das mal eben. So, Lampe ist aus. Zündung ist aus. Lampe ist an. Lampe ist aus. Ja, Leute, verstehen muss ich das nicht, ne? Aber wir quälen das ABS lieber noch mal eine Runde. Das heißt, wenn da vielleicht irgendetwas festsitzt durch Korrosion oder durch einen Span, dann müsste sich das jetzt so langsam frei bewegt haben. Ansonsten kommen wir meiner Meinung nach nicht drum rum, jetzt hier eine neue Einheit reinzumachen. Und da steht natürlich jetzt erstmal überhaupt die Preisfrage im Raum, beziehungsweise ob diejenige das gemacht haben möchte. Ja? Und bezüglich TÜV ist es also so, das Ding hätte 6,18 hingemusst und zur Ergänzung, wir haben 5,19. Ja? Also so lange ist sie mit dem Auto schon nicht mehr gefahren. Und jetzt fahren wir mal eben einmal auf die Autobahn, beziehungsweise auf eine Schnellstraße, und gucken mal da, was passiert, wenn wir den mal so richtig schön auf 100 runterbremsen. Dürfen wir natürlich auch alles nicht zu häufig machen, sonst sind die Winterreifen ja auch platt, aber ist egal. Sprit haben wir auch kaum noch drin, prima. Hinter uns, Stauende. Ich hoffe nicht, dass es ein temperaturabhängiges Problem ist, dass wir also wirklich das Phänomen haben, dass wir im kalten Zustand eine brennende ABS-Lampe haben und im warmen Zustand ist es weg oder so. Aber da das Ding eh noch länger bei mir steht, werden wir es morgen früh wissen. Aber das macht natürlich wenig Sinn. Ne? Ich sag mal, bevor sowas nicht vernünftig repariert ist, beziehungsweise wieder in Ordnung ist, na, was machst du da mit so einem Hobel? Ja, bringt ja nichts, wenn du dann jetzt irgendwie den durchguckst und du dann auf der einen Art feststellst, dass noch ein Querlenker kaputt ist und dass noch fünf andere Sachen kaputt sind. Da gibt es ja viele Leute, die würden sowas dann auch nicht mehr haben wollen. Ne? Die investieren dann einfach keinen Euro mehr da rein. Zumal man ja dann auch irgendwann definitiv eine Entscheidung treffen muss, will man das Auto jetzt reparieren oder nicht. Ja, ich meine, du kannst das Ding dir zwar in den Garten stellen, aber auch da muss er irgendwann mal weg. Ja. So, wir sind jetzt die ganze Zeit gefahren, der Motor ist also auch betriebswarm, das ist alles prima. Wir probieren das ABS jetzt noch einmal final aus, aber dazu muss ich hier erst aus dieser 30er-Zone raus. Und vor allen Dingen Fahrzeugschein nicht da, ne? Das ist ja auch noch mal so ein Ding. Dann gehen wir dem ABS jetzt noch mal richtig ein über den Sack. Man weiß natürlich auch nicht, wie lange sowas hält, aber im Moment scheint es noch zu funktionieren. Drehen noch mal rein jetzt hier. Ja, regelt. Bisschen spät, aber regelt. So, jetzt mache ich noch mal aus. Die Lampe ist die ganze Zeit aus.
Zündung an, Airbag geht an. Aus. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zurück zur Garage, fragen nochmal final den Fehlerspeicher ab, dann stellen wir das Ding in die Garage und dann würde es theoretisch erst morgen weitergehen, denn nicht, wie gesagt, dass das wirklich so ein Fehler ist, der nur kalt auftritt. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, weil hier scheint es jetzt einmal frei zu funktionieren. Und jetzt kommt theoretisch das Finale. Zündung ist aus, das ganze Auto ist aus, Bremse los, pipapo. Das ist die Lampe. Zack, ist aus. Airbag ist aus. Gut, und jetzt gucken wir nochmal sporadisch rein. Jetzt gucken wir nochmal eben rein. Also wir haben das ABS jetzt ordentlich betätigt. So, VCDS, Bremse, Elektronik, Fehlerspeicher. Keine Fehlercodes drin. Nichts drin. Alles so, wie es sein soll. Was wir natürlich jetzt als nächstes machen, ist das Auto wieder in die Garage stellen. Wir lassen es kalt werden und schauen morgen nochmal nach. Was anderes wüsste ich jetzt nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Ich weiß aber nicht, ob es dann wirklich sowas ist. Ne? Das ist dann immer zu, vielleicht auch zu unglaubwürdig. Man. Aber das ABS funktioniert jetzt. So Leute, kleiner Zeitsprung. Und zwar ist das jetzt ja nicht unmittelbar der Tag drauf, weil die Kiste stand dann jetzt nochmal bei mir. Ich musste zwischendurch was anderes machen. Und ja, ich bin jetzt den zweiten Tag damit unterwegs. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum TÜV. Und da muss man sich natürlich auch vorstellen, du kommst da hin mit einer Karre, da ist der TÜV abgelaufen. Das Auto ist nicht meins und du hast keinen Fahrzeugschein dabei. Ist natürlich auch mega geil, kommt mega geil. Aber die Lampe ist aus. So, und wenn wir jetzt Glück haben, dann kriegen wir jetzt einen sauberen Mängelbericht. Ich bin jetzt über der Autobahn gefahren, man merkt, das Lenkrad flattert ein bisschen, aber bei der alten Möhre ist das in Ordnung. Ist auch irgendwo ein leichtes, ja, alles ist hier irgendwie relativ laut. Ich glaube, hier ist auch ein Spurstangendstück ausgeschlagen, glaube ich, bin mir nicht sicher. Aber wir schauen erstmal. Aber wichtig ist erstmal, das Auto ist an sich in Ordnung, also jetzt rein von den Lampen technisch her. Und wir können uns jetzt einen geilen Bericht schreiben lassen. Ja, dass zumindest der ABS-Fehler hoffentlich weg ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange der weg bleibt. Natürlich sei, dass die Lampe gleich wieder angeht, dann haben wir natürlich die Kacke am Dampfen. Ne? Das ist so. Aber mit viel Glück bleibt sie aus. Wie gesagt, ich bin jetzt von Dortmund aus nach Bochum gefahren. Wir sind über die Autobahn gefahren. Das sieht alles wirklich bis jetzt super aus. Aber manchmal, ne, stehst du dann da, bing, geht die Lampe an. So. Jetzt hoffe ich mal, dass es nicht so voll ist. Und ja, bin echt gespannt. Ja Leute, was soll ich sagen? Das ist wie bei allem anderen im Leben auch. Du musst die richtigen Leute kennen. Dann läuft das. Dann läuft das alles. Und ganz ehrlich, diese Woche war sowieso eine eigentliche Katastrophe. Und zum Schluss, glaube ich ja mal fest dran, wird alles gut. Und so ist das hier auch. Und zwar ist das Ding durch. Nicht durchgefahren, er ist durch. Das heißt, die Odyssee ein Jahr ohne TÜV abgestellt und nichts mehr dran gemacht, ist zu Ende. Wir haben einen geringen Mangel und zwar Motorölfeucht. Das ist, da gehe ich aber nachher einmal noch mit Bremsenreiniger drüber. Und der Fahrzeugschein fehlt, ist auch ein geringer Mangel. Und deswegen haben wir die Plakette natürlich nicht draufgeklebt bekommen, sondern müssen natürlich bei Beantragung eines neuen Fahrzeugscheins das Kennzeichen mitnehmen und dann kommt da eine neue Plakette drauf. Aber wir haben den Segen und ich finde das geil, dass man so einen Golf 3 dann immer noch ein bisschen am Leben halten kann. Und wenn ihr mal schaut, das Auto ist nicht wirklich schlecht oder hässlich oder so, sondern es ist eigentlich ein recht geiles Ding. Und ich freue mich natürlich dann, dass diese Geschichte ein Ende hat. Und vielleicht nochmal für die, ich meine, ich weiß nicht, wie lange das hält. Wie gesagt, wir sind jetzt vielleicht 30 Kilometer insgesamt gefahren, ungefähr. Ja,
kann sein, dass die Lampe morgen wieder angeht. Na, das gibt es also auch. Aber es ist ja wichtig, wie das Auto vorgeführt wurde. Konnte man einen Mangel oder nicht einen Mangel vor oder nicht? Und wenn die Lampen alle aus sind und so funktionieren, wie es sein soll, dann sagt der Prüfer in der Regel auch nichts. Hier ist jetzt alles aus, hier ist alles schön und ich freue mich natürlich auch, dass das so ist. Also letztendlich viel Bremsflüssigkeit wechseln, lass diese kleinen Viertelbehälter, lass die stehen, nehmt einen Liter. Schmeißt Bremsflüssigkeit nach 2 Jahren, die ihr in eurer Garage stehen habt, schmeißt sie weg, kauft neue. Ja? Kauft immer nur so viel, wie ihr wirklich brauchen könnt. Und als ich jetzt hier die Bremsflüssigkeit gewechselt habe, dann ein Ventil auf und dann wirklich mal wie ein Geisteskranken voll auf das Bremspedal treten. Ja? Einfach nur, falls da irgendwo vorhandener Dreck ist, dass der sich löst oder vorhandener Rost. Und dann bremsen, wie ein Irren bremsen. Natürlich immer aufpassen, dass euch dabei nichts passiert. Aber das scheint in diesem Fall geholfen zu haben. Ich weiß natürlich nicht, wenn ihr so ein Problem habt, ob euch das jetzt wirklich weiterbringt. Hier in diesem Fall ist es so. Die Lampe ist aus, hier funktioniert jetzt alles. Freue mich natürlich. Ich freue mich ja immer, wenn so ein Auto wieder 2 Jahre TÜV bekommt. Deswegen mache ich diesen ganzen Quatsch ja immer ganz gerne. Und ja, das war's. Wir fahren jetzt zurück zur Garage. Wir sind zurück an der Garage und ich dachte, wir machen noch mal eben einen schönen Rundgang um das schöne Cabriolet. So, schön in Schwarz. Bisschen schmutzig, aber ist ja nun mal logisch, wenn so eine Kiste einfach irgendwann mal abgestellt wurde. So, und auch hier, ne? Dach sieht wirklich sehr gut aus noch. Ne? Also auch wenig Grün sparen, wenig Beulen. 160.000 der Kilometerstand. Ja, das Einzige, was natürlich wieder typisch ist, sind hier diese Stellen. Aber ansonsten, wenn wir jetzt mal von innen gucken, okay, ist noch zu. Staubsauger durch, ne? Aber, gucken wir mal hier. Na gut. Aber das, eigentlich geht das auch noch, ne? Ich meine, da gibt es schlimmere. So, 160 auf der Uhr. So, die Haube auf. Ja, und was ist vorne verbaut? Der gute alte AAM. Hatten wir schon mal in so einem grünen Cabriolet. Gut, müssen wir gucken, ob die Batterie das im Ganzen überlebt hat. Aber ich werde jetzt einfach sagen, soll jetzt erstmal eine Runde damit fahren. Gucken, ob die Lampe nochmal angeht. Wie gesagt, auch hier ist alles trocken. Hier der Stecker ist ein bisschen feucht, aber das haben die schon mal. Öl ist genug drin, aber Ölwechsel ist überfällig. Aber so sieht das Dingen jetzt auch. Also auch hier noch Federparkbahn-Schutzlager, das ist auch noch in Ordnung. Ja. Nicht schlecht. Ob das natürlich was für die Ewigkeit ist, weiß ich nicht. Ja. Aber das Ding hat TÜV. Das heißt, Sonne scheint, Dach weg. Und dann kann es theoretisch mit dem Hobel auch schon losgehen. Okay, ich würde sagen, das war's in diesem Video. Und ich sage bis dann, danke und tschüss.